Deine Vater würde anders denken. Ja, dein Vater würde es anders denken. Die Qualität ist sicher besser. Also mit ganz großem Abstand der beste Chicken Döner, den ich je gegessen habe. Wer macht das nochmal? Ich kenne das süßes Foto von euch. Ja, bin ich hier. Aber ich bin nicht zu haben. Nicht zu haben? Nein. Dieser Foodporn. Der Mann geht einfach mit Klopapier durch Wien. So Leute, einmal mehr Wien-Favoriten, 10. Bezirk. Wir sind heute wieder bei Ferhat. Und heute steht einmal der Chicken Döner am Programm. Mit dabei heute die Sandra, Edo und die Diana. Ja, Diana, oder? Nein. Na? Oh. Die Tonika. Und die Tonika. Fehler passieren. Hilft nichts. Edo, erstes Mal Ferhat Döner. Erstes Mal Ferhat Döner. Gespannt. Sehr. Was probieren wir? Ein Döner-Teller. Und was noch? Schäumer. Beilagen, ja. Also, den normalen Döner musst du natürlich auch probieren, das ist klar. Aber kann ich einen normalen Döner nehmen, oder? Doch, geht. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Nur sprachlos. Eigene Bäckerei im Haus, das kann was. Was sagt die Sandra? Ich finde die Deko schön. Die Deko? Ja, ich finde das viel fancy. Das ist viel schön. Ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich bin schon zum 5. Mal da die Deko, aber ist mir noch nie aufgefallen. Aber ja. Aber du schaust schon auf die Kleinigkeiten, hallo? Man muss schon auf das schauen. Hast du einen Fleischspieß gesehen? Ja, mehr oder das ist ein bisschen. Also ich habe nur den Fleischspieß gesehen und das Brot. Also grundsätzlich sind wir heute da, dass wir mit dem Chicken Döner probieren. Den habe ich selber noch nicht probiert und da hört man schon sehr, sehr viel Gutes. Aber nachdem der Edo noch nie beim Ferhat Döner war, können wir natürlich Rind auf gar keinen Fall auslassen. Und ich verspreche euch, der Mann geht heute heim und sagt, das ist mit Abstand der beste Döner, den er je gegessen hat. Das werden wir dann sehen. Also Linz hat auch einiges zu bieten. Der hat keinen Plan, der Mensch, was er redet. Das sehen wir dann. Aber bei Cevapi, da kennt er sich aus. Das ist es nicht. Das sind die ersten Sandwich. Wow. Die Sandra wird übrigens bald Influencerin im Modebereich. Merkt euch das Gesicht, bald hat es Millionen Views. Ja. Der Kamera entkommen ist schwer, wenn es einmal gerichtet ist. Ja. Bitte professionell bleiben. Ich kann nicht. Aber die ganze Zeit beim Essen, ich komme. Sicher, das ist, ich warte ja drauf. Geht's ja. Also, ich kann da nicht essen. Nicht? Nein, ich schaffe das nicht. Ich mache das jetzt einfach so, okay? Also so hat es noch nie jemand gemacht. Das ist auch interessant. Ja, das verstößt gegen alle Regeln. Das geht nicht so. Bitte erklär es dir, wie das geht. Ich kann nicht reinbeißen. Doch. Besser einer. Miss Delfin? Erster Eindruck? Papier. Voilà. Das ist gleich groß wie mein Kopf. Gleich groß wie mein Kopf. Kannst du sehen? Er ist groß, ja. Ich habe nicht so viel damit. Das ist echt gut. Ja. Und eine Mitte, Alter. Ja. Das ist auch 10 von 10 wert. Vier Glas. Sehr nahe dran, ja. Ja, passt. Der Edo mit seinem Teller. Ja, jetzt kommt gleich. Der Edo kommt mit dem Mairan, mit dem neuen Ferhat Schafsjoghurt. Ausgemacht. So, Herr Willi. Und der Iskender. Da ist ein Brot drunter, Tomatensauce über dem Fleisch und dann nur mit Butter aufgegossen. Und was sagst du da? Sehr natural und sehr gut. Nach was? Sehr nach? Gut. Dieses natürliche. Natürlich gegrillte. Ja, das Aroma von draußen, die Kruste. Aroma, genau.
und von der Holzkohle. Das, das kriegt keiner so hin, wie der Ferhat. Dass es außen so knusprig ist und innen aber trotzdem fast medium. Also du wirst es auch hier beim Fleisch jetzt sehen. Das ist übrigens der hausgemachte Joghurt von ihm. Den macht er selbst, den lässt er selbst produzieren. Ist ein Schafjoghurt. Probier mal den Joghurt. Ob du ihn schon mal so gegessen hast. Schmeckt sehr gut. Und mir wäre es vielleicht noch spurlieber, dieser natürliche, dieser Tzatziki-Sauce von Kebab. Schon? Vielleicht bin ich es gewohnt. Ja, das ist aber gewohnt, schmeckt ja trotzdem sehr gut. Es ist auf jeden Fall ein neuer Geschmack. Ja. Sehr neu. Sehr gut, aber ungewohnt. Das ist nicht fettig. Mhm. Ungewohnt, doch sehr gut. Aber ich würde trotzdem mal jeden raten, in Enns, der Kebab Lounge, den Enser Kebab zu probieren. Also ich glaube, das wird ein Kopf an Kopf rennen. Oh. Das ist geil. Bitte. Darf es gern probieren? Ich probiere gerne. Probiert's. Ich probiere es gerne. Das ist halt eine Kalorienbombe. Sehr gut. Sehr gut. Ganz was Neues, ganz ein anderer Geschmack. Ganz was Neues. Wir werden jetzt einmal essen und dann geht es später rüber zum Elif, zum Chicken Döner. Und auf den bin ich heute ganz gespannt. Und ich muss echt sagen, dieser Kebab hat wirklich was Einzigartiges. Du schmeckst richtig, diese die Natur aussieht und die Qualität dahinter. Also von der Qualität hat der Ferhat die Nase ganz vorne, wenn nicht an der Spitze. Ich persönlich jetzt bin mehr von dem Iskender Kebab überzeugt. Das Brot, was eingetaucht ist, das ist ein Wahnsinn. Das gibt es wirklich nirgends, das gibt es kein zweites Mal. Dieser Geschmacks-Crash, das Brot die ganze Butter aufnimmt. Und natürlich aus dem. Ja, ein Fan von dem. Das gefällt mir sehr. Ist also für dich der Iskender der beste? Iskender ist für mich der beste Kebab. Mhm. Genau. Also in der Art habe ich das noch nie gegessen. Und ist auf jeden Fall ein Wiederkommen wert. Gut, aber ich bin gewohnt, diese Industrie-Kebab. Deine Vater würde anders denken, ja, sagst du? Dein Vater würde es anders denken. Die Qualität ist sicher besser. 100%. Ja. Aber mir schmeckt diese von normaler Kebab-Soße besser. Schmeckt mir, hat mehr Geschmack. Das ist die Gewohnheit, was? Das ist die Gewohnheit, weil es wir nicht anders kennen. Wir essen das immer dort. Mit Mayo Ketchup, ja? Nicht Kokosauce. Wie der Zicke. Ja, ist ein bisschen Mayonnaise auch dabei und so. Ja, aber schmeckt mir persönlich besser. Mhm. Aber gesünder ist das 100%. Ja. Ich finde, das ist gesünder, schmeckt aber vom Geschmack her ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, dass am Joghurt noch ein bisschen was geändert worden ist. Ja. Er war heute nicht so ganz so sauer wie letztes Mal, oder täuscht mich das? Das ist ein Naturprodukt. Ja? Das wird von nie Joghurt gemacht. Das kann nie wie eine Industrie immer gleich sein. Okay. Weißt du? Ja. Das wird Milch genommen und Joghurt gemacht. Okay. Das heißt, letztes Mal, wie du uns so testen lassen hast, ja, da war es schon sehr sauer. Heute war es fast ein bisschen das ändert sich. Das milder. Ja. Ja, genau. Das wird nicht von uns beeinflusst. Wenn du nach einer Woche kommst und nach einem Monat, laut das Wetter ändert sich das. Okay, okay. Wenn du zum Beispiel eine Industrieware nimmst, schmeckt immer gleich. Ja. Und eigentlich sind wir heute wegen Chicken Döner da. Fertig. Jetzt geht's zum Chicken. Ich gehe jetzt rüber. Gibt es ein paar Tipps zum Chicken oder was kannst du zum Chicken erzählen? Das ist dasselbe Vision. Ja. Hühnerfleisch soll nach Hühnerfleisch schmecken. Aber Hühnerfleisch ist ja generell schwieriger hinzubekommen als Rind, oder dass es zu trocken wird? Oder? Rind ist viel schwieriger hinzubekommen. Rind ist viel schwieriger hinzubekommen. Ja, genau. Okay. Huhn ist das einfacher eigentlich. Ja. Huhn kann jeder machen. Erwartet uns da jetzt ein einzigartiger Hühnerdöner? Ja, das ist, glaube ich, der beste Hühnerdöner, den du gegessen hast. Aber abhängig von Soßen. Also ohne die Soßen musst du beurteilen. Ohne die Soßen? Ja, wir haben also auch beim Chicken drüben. Ohne, du würdest jetzt empfehlen, ohne Soße? Ja, genau. Ja, wenn du willst, unser eigenes Joghurt. Ja. Aber keine Standard-Döner-Soßen. Okay. Weißt du, was ich meine? Also wie würdest du das mir jetzt empfehlen? Einfach nur mit Fleisch einfach nur mal dein Huhn nehmen, einfach nur dein Hühnerfleisch essen.
Und was ist da dabei? Salat oder Gemüse? Das, oder? Es ist so, du willst es ja herausfinden, wie hochwertig, wie naturell das Essen ist, oder? Mhm. Es muss nach gutes Hühnerfleisch schmecken. Okay. Und das ist das Beste, kann ich mit gutem Gewissen sagen, was du gegessen hast. Wie kommt das Hühnerfleisch an so die letzten Wochen? Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. Das musst du mal essen. Einfach nur puren Hühnerfleisch essen, okay? Mhm. Einfach im Brot reinnehmen, ohne alles. Ohne alles. Ohne alles. Das Brot ist dasselbe, das Dürrenbrot auch dasselbe? Genau, genau. Nur das Fleisch ist anders, ja. Probier's mal. Also jetzt geht's zum Hauptpunkt heute. Chicken, der neue Ferhat, der neue. Auf geht's. Lass dich gut schmecken. Du bist so klar, das schaut so komisch aus. Ich bin sehr glücklich, ja. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Es hat auf jeden Fall geschmeckt. Was mir noch sehr gefallen hat, das kenne ich von mir, von meinem Lokal, von meinem Restaurant, dass der Chef selber Hand anlegt an dem Produkt und an den Kebab. Also der bereitet das selbst auch zu, nicht nur die Arbeiter, das ist sehr wichtig. Ja. Und es ist sehr vielversprechend von der Qualität her. Dasselbe mache auch ich mit meinem Lammfleisch. Nur dann weiß ich auch genau, was ich verkaufe. Ich kann da sogar sagen, wenn das noch stimmt, aber damals war es so, das Fleisch macht tatsächlich nur der Ferhat und sonst keiner. Das ist wichtig. Also meine Cevapi mache auch nur ich und das Lammfleisch. Mhm. Das mache ich. Den Verkauf machen dann meine Arbeiter, aber die Zubereitung und das Schneiden, das mache nur ich. Und somit hat er auch immer dieselbe Qualität. Somit ist auch immer dieselbe Qualität. Und natürlich auch irgendwo ein bisschen das Rezept geheim halten, weil die Konkurrenz schläft nicht und wirbt dann schnell Mitarbeiter ab. Genau, ja. So, Edo, und jetzt geht's zum Chicken Döner, der ist eigentlich gleich daneben. Genau. Ich weiß, früher, du bist ja zum ersten Mal da. Eigentlich war ja früher der Ferhat da, wo jetzt der Chicken Döner ist. Okay. Das war die alte Filiale vom Ferhat, der ist jetzt im Dezember quasi hierher gezogen. Hier, hast du das gesehen? Mit dem Feuer. Das ist überhaupt, dass das nicht mit Gas ist, das ist ein Wahnsinn. Schau, da kommt jetzt das rauf, die macht das jetzt. Das Dürrenbrot. Und was mir halt hier taugt, das wird immer wirklich von Dürren zu Dürren frisch gemacht. Das kommt jetzt hier rauf, das dauert eine Minute, nicht einmal. Da kriegt man wieder Hunger. Wird sofort rübergeschoben zum Fleisch und dort wird der Dürüm gemacht und dem Kunden weitergegeben. Also frischer als hier beim Ferhat geht es definitiv nicht. So, Edo, da ist der Chicken Spieß. Hallo, grüß euch. So Leute, auch für mich jetzt heute eine Premiere. Ferhat Chicken Spieß. Schaut schon mal gewaltig groß aus, wirklich. Auch hier wieder das Holz. Holzfeuer, Chicken auf Hand. Und was ich hier jetzt sehe, ist, was mir jetzt auffällt, normalerweise drehen sich ja die Spieße. Und ich weiß, beim Ferhat ist der Rindspieß, ist, jede Seite kommt einmal ans Feuer und wird dann runtergeschnitten. Und das wirkt auch hier quasi so, dass sich der Spieß nicht dreht. Der wird je nach Gebrauch gedreht, wo halt mehr Flamme gebraucht wird. Ja. Einen großen Vorteil hat der Ferhat, das habe ich schon gemerkt. Natürlich, er verkauft so viel, dass das überhaupt, er schneidet es runter, geht weg. Leider habe ich es jetzt schon oft gesehen, dass natürlich die Leute nicht so viel verkaufen. Dann, bevor das Fleisch verbrennt, muss es runtergeschnitten werden. Dann steht das vielleicht 10 bis 15 Minuten unten und dann ist es eigentlich schon kalt oder trocken, kann man sagen. Ja, ich glaube, es wird weggeschmissen. Ja. Was glaubst du, ist der Chicken besser als der Rind? Ich bin eher der Rindtyp. Ja. Ich auch definitiv, aber diesen Chicken Döner, diesen muss ich probieren. Leute, schaut euch das einmal an. Döner 5,60, Dürüm 5,80. Also in Linz würde man schon sagen, das ist Kampfpreis. Ja, prima. Chef, was ist besser, Chicken oder Rinddöner? Beides besser. Beides besser? Ja. So, einmal fürs... Ich wollte mal... Ja, der schaut ziemlich saftig aus. Ha? Der schaut ziemlich saftig aus. Sehr vielversprechend. Wir haben uns jetzt nur einen bestellt, weil immerhin haben wir schon einen großen Döner-Teller und einen großen Iskender verputzt. Da ist er, der Ferhat Chicken Döner. Erster Eindruck ist überragend. Was sagst du? Ich probiere mal. Probier mal das Fleisch. Das Fleisch. Mit nichts zu vergleichen. Das sind schon mal Ansagen. Jetzt, also, ich bin kein Foodblogger. Ja. Ich kann es nicht beschreiben. Also wenn es eine Beschreibung gibt, dann unglaublich. Dann probier es ich mal, okay? Mit der Beschreibung. Schaut euch mal das an.
Bitte, erklär, was ich sagen wollte. Also es ist unglaublich, welches rauchige Aroma das darüber kommt. Ja, und man hat eigentlich das Gefühl, dass das nur quasi so Haxenstücke sind. Also da ist überhaupt keine Brust dabei, oder? Das ist nicht Hühnerbrust, das ist Hühnerkeule. Kein Filet. Und das ist, also ich schmecke aktuell nur Hühnerkeule raus. Ich glaube, ich habe ein Filet schmeckt. Ich glaube schon, dass es gemischt ist. Oh. Und ganz ehrlich, weißt du, wie das schmeckt? Das schmeckt wie wenn du Hühnerflügel auf dem Griller bei uns machst. Mhm. Wenn du ganz einmal... Also ganz dünn. Genau. Ganz dünn, ja. Also es schmeckt glaub, die wirklich... Die Dünne macht auch viel vom Geschmack aus. Wie gegrilltes Hühnerfleisch. Wenn es so ein dickes Stückchen wäre, dann wird es so gut schmecken. Mhm. Und es schmeckt wie beim Rind tatsächlich wieder unglaublich natürlich. So. Ich lasse den Köpfchen schneiden. Erster Eindruck ganz stark, ja. Ja. Ist das nur Hühnerkeule oder ist das auch brustgemischt, das Fleisch? Nein, nur Keule. Nur Keule, gell? Nur Keule, oder? Na, wer ist der Profi? Also Leute, Chicken Döner beim Ferhat. Ganz ehrlich, noch nie so einen Chicken Döner gegessen. Also am besten zu beschreiben ist es tatsächlich so, dass man sagt, du nimmst Hühnerkeulen, machst sie zu Hause auf dem Griller und genau diesen Geschmack hast du, wie wir es alle kennen. Es ist tatsächlich überhaupt nicht trocken, obwohl man dachte, okay, könnte trocken sein ohne Sauce Chicken, aber es ist fantastisch. Und er verwendet tatsächlich nur Hühnerkeule. Boah. Also unglaublich. Da ist dem Ferhat tatsächlich wieder was gelungen hier. Also mit ganz großem Abstand der beste Chicken Döner, den ich je gegessen habe. Also ich bin schon ein Feinschmecker und ich muss sagen, das ist wirklich ein Erlebnis. Und das ist nicht nur Essen, das ist ein Erlebnis. Ich bin geflasht, oder? Es ist selten, dass mich was so flasht, aber es ist wirklich ein Erlebnis. Der Chicken Kebab ist auf jeden Fall der beste, den ich je gegessen habe. Der Chicken Kebab hat alles getoppt. Der hat alles getoppt. Der hat meine persönlichen Geschmacksnoten so penetriert. Chicken hat alles penetriert. Das ist ja Wahnsinn. Solange es nicht öfter penetriert wird, passt das schon. Ja, das ist ein Football. Mädels Retour von der Shopping-Tour. Yay, wir haben Fotos gehabt. Wir waren Schnäppchenjäger. Ich wollte gerade sagen, Toilettenpapier, ja. Ja, das ist für meinen Mann, der nichts kaufen kann daheim. No Statement von mir. Ey. Ja? Schau, das muss der... Schatz, das ist so Ketten an. Was muss ich? Das ist eine Ehe für Edo. Du hast da was. Schön. Wir schauen Verlobungsringe. Verlobungsringe? Glaube ich. Ist bald soweit. Ja. Ha? Ich hoffe, wir gehen auf eine Hochzeit. Und schauen wir da. Ja, ja. Hochzeitsring gefunden, oder was? Ja. Hab ich ausgesetzt. Das heißt,
Viana Pasta Nessi oder irgendwie so in die Richtung. Also San Sebastian Cheesecake ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Ich esse ein Tiramisu. Ich bin Tiramisu-Testerin. Egal wo man hingeht, ich teste immer Tiramisu. Okay. Ich bin voll hartig. Weil meine Mama macht die besten Tiramisu. Ich überrasche euch später, was ich esse. Bitte das Smiley. Also Palatschinken ist das Top-Dessert. Hallo Leute, wir sind hier und testen den weltbekanntesten Cheesecake, den es gibt. Hallo Donika, was sagen Sie zu dem? Gefällt Ihnen das Ambiente hier? Das Ambiente ist sehr schön, aber der Cheesecake, den muss ich leider noch probieren. Bitte, danke. Der Kellner ist gleich bei uns. Wir sehen uns in 10 Minuten. Auf Wiedersehen. Ja, du glaubst mir nicht, was passiert ist. Ich bin gerade in El Chevapo, so ein bisschen Food testen und bewerten. Und kommen so Fans, bitte lieben was. So Fans wollen Fotos machen mit mir, weil die sagen, wir haben so Mikrosongs. Wissen nicht einmal, wer wir sind, was sie haben. Die wollen Fotos machen, aber voll lieb, heiz. Und dann fragt er, komm, aber halt bitte du die Kamera, was da. Ja, passt. Dann, wer seid ihr eigentlich? Ihr seid, schaut so voll nach Celebrity aus. Ja, schau, hast du ein Handygewehr? It's Alenko. Schaut, ja, ich hab die gefunden. Ja, da hab ich noch Haar gehabt, was da, und war ein bisschen dicker. Und Juli, wow, du hast voll viel Follower. It's Alenko. Ja, ich glaube, sie haben die gleich gefunden. Für was bist du? Ja, ich bin ein YouTuber. Das ist mein Freund. Sie haben es so gekauft. Sandra, Fotoexpertin. San Sebastian Cheesecake, da jetzt mit Lotus leider nicht ganz, was wir bestellt haben, mit Schokosauce, keine Ahnung, was das ist, Delfin Spezial und Tiramisu. Es kommt noch was, gell? Ich nehme Cappuccino, ja genau. Dankeschön. Danke. Ja, und jetzt? Erdbeershake. Der schaut echt süß aus, wie amerikanisch. Hast du eine Zitrone für mich? Bitte, danke. Mach den Tiger. Jetzt mach die verschrockene Antilope. Das war Krebs. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ja. Ich mach das nochmal, ich kenne ein süßes Foto von euch. Sie haben mir mit ihren Fotos, ich weiß kaum nicht mehr. Verkack's ja nicht. Das ist echt gut im Restaurant. Und das schmeckt ja gut. Aber Cheesecake ist überragend. Ich finde Cheesecake auch geil. Ich finde das ist das Beste von allem. Cheesecake ist überragend. Also für mich echt der beste Cheesecake, was ich vor allem kenne. Also. Also für erste Date ist das Lokal super. Also wenn es einmal ein erstes Date habt, Jungs, dann eben wirklich also beeindruckend. Ja. Live kommen da Fragen ein, ob du Single bist. Ja, bin ich Single. Aber ich bin nicht zu haben. Nicht zu haben? Nein. Oje. Ich bin Single, ja. Sie heißt Unterstrich, Hanne mit 8 O's. Ja. Und dann wieder Unterstrich. Ich würde mich freuen um ein Like, Follow und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wo gehen wir nächstes Mal hin?
Hast du einen Vorschlag? Schreibt in die Kommentare, wo wir als nächstes Mal hin, also wo wir als nächstes hingehen sollten und was wir unbedingt testen sollten. Egal wo, ob es jetzt da Wien, Linz, Salzburg ist. Kapfenberg. Kapfenberg. Es ist frei wählbar. Frei wählbar. Ja, frei wählbar. Schreibt es einfach in die Kommentare und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Küsschen. Mua.